Und damit willkommen zum zweiten Spieltag gegen unseren Meme-Gegner, den guten Pock Galaxy. Ja, wie die letzten Seasons auch schon, Season 3 und Season 4, spielen wir gegen den lieben Pock in Spieltag 2. Mein Team solltet ihr, denke ich, kennen. Und zwar im Teambuilding-Video, da konntet ihr es sehen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn ihr euch das dann angucken wollt, da steht unten in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr die ganzen anderen Teilnehmer auch noch da unten und. Ja. Aber ich würde sagen, wir drücken mal direkt auf A. Ich bin gespannt. Also, das wird interessant. Ich hole noch mal ganz kurz meine Grafik raus, damit ich auch weiß, was ich noch mal predicted hatte. Denn ich habe mir, glaube ich, gesagt, dass ich... Wo habe ich es denn? Teambuilding Prediction. Das wäre hier. Da habe ich ja gesagt, dass ich sein Giga Riffex sehe, sein Flampivian, sein Lamus, Nachtara, Grandiras und sein Excadrill. Und dann wollen wir doch gleich mal sehen, ob ich denn auch recht behalte. Ja, nachdem wir Spoiler in Spieltag 1 leider gegen King Blacks verloren haben, stehen wir natürlich mit dem Rücken an der Wand. Wir müssen also hier eigentlich theoretisch gewinnen, wenn wir, ja, ich sag jetzt mal, vorne mitspielen wollen. Oder überhaupt noch mit im Rennen bleiben wollen. Wir haben auf jeden Fall einen sehr, 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 sehr schweren Start mit Spieltag 1 Blacks, dann jetzt Pop Galaxy. Dann ist im dritten Spieltag Blake dran. Nee, Pake ist dann dran, dann haben wir auch schon Cringe und ich könnte kotzen bei diesen ersten 40 Spieltagen, aber gut, wir versuchen da mal, soweit es geht, gut vorbeizukommen, gut voranzukommen. Wird auf jeden Fall interessant und ich merke, ich habe mir gar nicht so dringend mitgenommen. Ach, egal, ich werde das auch ohne überleben. Er macht mal wieder seine sehr, sehr lange Anmod. Was denn? Oh, du bist so... Machst du das dann nochmal? Danke, Schatzi. Ah. Schön, wenn man sich das Arbeitszimmer teilt. Ah, ja. Ach, Mensch, Pock. Der redet aber auch lange für seine Anmod. Ich warte hier schon 5 Minuten. Na, okay, gut, 3 Minuten. Bei meiner Anmod ist es ja schnell vorbei. Stimmt. Verdammt, ich habe mein Kelk noch gar nicht offen, ne? So. Schau, dann mache ich dann auch nochmal auf, dass ich das nebenbei im Blick habe. Teambuilder hier, Teambuilder da. So. Oh ne, warte mal, das ist ja gar nicht mein Team. Habe ich das gar nicht irgendwo abgespeichert gehabt? Doch, hier, oder? Nein, habe ich nicht getan. Ich bin so doof. Egal! Habe ich halt eben keine Sachen. Ach, Mist. Ja, also, wir sehen tatsächlich seinen Sandchor. Okay. Aber ansonsten ist bis auf sein Giga-Reflex Porygon Z ist mit drin. Porygon Z habe ich, glaube ich... Nee, das habe ich dann wieder rausgenommen. Also Grandiras ist nicht mit dabei und sein Giga-Reflex ist nicht mit dabei. Dafür hat er sein Brockolos dabei und sein Porygon Z. Okay, Porygon Z ist ein bisschen problematisch. Das können wir mit Nishino ja nicht so gut abfangen. Womit würde er leaden? Vielleicht... Denke ich mal, vielleicht sogar tatsächlich mit Darmanitan. Da könnten wir eigentlich mit Kyurem outspeeden. Da muss ich doch jetzt nochmal schnell gucken, ob ich nicht vielleicht sogar doch noch auf dem Handy das rausgenerieren kann, weil da müsste ich ja eigentlich dieses Teambuilding gemacht haben. Oder auch nicht. Dann habe ich halt eben keine Sachen. Egal. Wo wollen wir dann anfangen? Also ich glaube, Tsukishima wäre jetzt hier nicht eine gute Wahl. Wir könnten hier in der Theorie mit Yachi anfangen.
Mit Pikachu, damit würden wir, glaube ich, das meiste rausholen. Nein, komm, wir leaden einfach mit Kyurem. Wir machen den offensiven Lead. Ah, nein! Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich war zu langsam. Shit, ich war zu langsam. Ach, Mann. War das eine jetzt nicht funktioniert, weil ich aus Versehen auf nicht teilnehmen gedrückt habe. Oh, wieso habe ich nicht vorher schon mein Lied genommen? Jetzt kommt bestimmt irgendein Scheißlied. Ich sehe es doch jetzt schon. Stoneblade, er bringt direkt sein... vielleicht war es dann doch ganz gut, wenn Kyurem hier nicht als Lead kommt. Tsukishima. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Tsukishima ist hier in dem Sinne mein guter Lead. Ja. Er hat das. Okay. Wir haben hier natürlich an der Stelle keine Tarnsteine. Das heißt, wir setzen einmal Eisenabwehr auf. Eisenabwehr kann eigentlich ja ganz gut helfen. Wir haben die Leftovers, wir haben Sleep Talk und Rest. Wieso habe ich mir das nirgendwo abgespeichert? Ich muss das doch eigentlich irgendwo haben. Wie habe ich denn sonst die Sets gemacht? Das geht doch gar nicht. Das geht doch sonst gar nicht auf. Ist es das hier? Ist es das hier? Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Er wechselt zurück. Das ist gut. Er geht auf nach Tara. Das ist doch umso besser. Das ist doch umso besser. Weil wir haben jetzt die Eisenabwehr drin, okay? Mit der Eisenabwehr sind wir definitiv im Vorteil jetzt. Würde ich mal behaupten. Okay, sein Nachtara hat Leftovers. Dann brauche ich das hier doch nicht. Dann kann ich das hier einmal so runterziehen. Zack. Zack. Und dann machen wir mal Bronzong. Tsukishima gegen Umbreon, ne? Machen wir mal das Defensive. Speziell Defensive machen wir einfach jetzt mal. Er ist noch auf Level 100. Dann ist es kein Wunder, dass er mir so viel macht. So, wir sind jetzt aber auf plus 2. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich schon mit einem Body Press bis zu 90%. Das wollen wir doch mal ausprobieren, oder? Das probieren wir doch mal aus. Ein plus 2 reicht ja eigentlich schon teilweise. Ich könnte auch auf plus 4 gehen. Ab plus 4 ist es eigentlich ein One-Hit. Ja, plus 4 ist es ein One-Hit. Er ruft tatsächlich sogar jetzt sein Teil zurück. Was kommt da jetzt rein? Rabados. Rabadons, das ist sein Slowking. Und die machen wir eigentlich ganz guten Schaden, ne? Fluchtknopf. Okay. Damit haben wir schon mal sein Item weg. Wir haben jetzt aber... Ah ne, warte mal, ich habe noch auf plus 4 gekalkt. Aber das kommt eigentlich ganz gut hin, so mit 32%. Machen wir mal 32%, das wären dann 68. Nee, das ist physisch defensiv ausgelegt. Das ist doch, denke ich mal, physisch defensiv. Physisch defensiv machen wir nämlich nur so 24%, das heißt 76. Ja, das sieht schon eher danach aus. So, jetzt haben wir Flampivian. Domenitan. Hören wir mal, das ist jetzt gescarft. Und auf 50. Da macht sein Flareblitz leider immer noch so viel. Aber mein Body Press killt ihn. Mein Body Press würde ihn killen. Ich mach mal Body Press. Ich habe nichts zu verlieren. Er macht Kehrtwende tatsächlich. Okay, die Kehrtwende macht keine 10%. Das waren keine 10%, oder? Das waren doch keine 10%. Sein Move macht 15 bis 18. Ich habe mit 174. Ja, ich glaube, wir rechnen da gar nicht mal so schlecht. Also ich will erstmal meinen. Okay, wir haben 156 gehabt. Auf 156. Wir haben 10% verloren. Alles klar. Also das heißt, er hat die Max-Roll gemacht. Wir haben jetzt wieder 166. Das heißt, wir sind bei 95%. Gut. Slowking. Offensive. Da haben wir jetzt ja mittlerweile rausgefunden, das ist wahrscheinlich voll physisch.
Da würde 1 Gold wahrscheinlich 27% machen. Das heißt, wir gehen noch auf eine weitere Eisenabwehr. Ich glaube, damit können wir eigentlich ganz gut leben. Wenn er jetzt ein Skull kommt, wir haben wie gesagt Rest. Das heißt, ein Burn wird uns auch nicht stören. Er macht tatsächlich sogar Flammenwurf. Das tut natürlich mehr weh. Das habe ich eventuell nicht bedacht. Okay, er hat von 166 uns auf 102, glaube ich, gemacht. Das heißt 59%. Slowking hatte statt das hier, sagen wir jetzt mal, Flamethrower. Was würde das so an sich machen? 34 bis 41%. Ja, doch, ich würde mal sagen, der hat eigentlich kein wirklich offensives Investment. Wir machen dann einfach mal einen Body Press noch einmal. Machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und dann gehen wir auf Rest. Wir haben jetzt noch 44. 44, das heißt, wir haben den nächsten würden wir eigentlich nicht überleben. Theoretisch. Wir haben jetzt wieder 54. Das heißt, wir sind bei 31. Nein, den würden wir nicht überleben. Und ich glaube auch, dass das jetzt mir eine zu hohe Roll ist. Deswegen gehen wir jetzt auf Erholung und dann auf Sleep Talk. Und dann hoffen wir, dass wir mit Body Press da ein bisschen Schaden drücken. Ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen spezieller machen sollen. Aber macht auf jeden Fall keine 34 bis 41% eigentlich. Oder? 74 schon. Er hatte jetzt von 100. Aber wir sind jetzt dann wieder auf voll, ne? 174. Er macht jetzt Teleport tatsächlich. Okay. Das hätte jetzt aber für ihn auch anders ausgehen können. Mhm. Wenn er jetzt in Darmanitan reinkommt. Darmanitan. Sagen wir mal Choice Scarf wieder. Dann würde jetzt an der Stelle sein Flare Blitz 42% machen. Er geht in Porygon. Porygon Z. Oh, Porygon Z, Choice Backs. Ich glaube, da sollten wir lieber nicht dran bleiben, oder? Ich meine, wir könnten einmal. Ich weiß, da will ich eigentlich nicht drin bleiben. Eigentlich will ich da nicht drin bleiben, ne? Aber ich meine, wenn jetzt der Body Press. Wenn wir durch Sleep Talk Body Press bekommen, ist das Ding weg. Wir können es eigentlich einmal riskieren. Theoretisch. Müssen dann halt nur wieder gegen Slowking rein, ne? Ja, komm, wir riskieren es einfach mal. Der macht einen Spukball. Sollte mich eigentlich nicht killen. Nein. Es macht mir bis von 174 hat es mich auf 88 gebracht. 51%, das ist kein Specs. Wir haben Eisenabwehr bekommen, okay. Das war jetzt kein Specs-Schaden. Das heißt, wir kommen jetzt auf die 98. Das heißt, wir sind bei 56%. Das ist also eine Roll. Eine Roll, die ich eigentlich ungern nehme, ne? Komm, wir drücken nochmal auf Schlafräder. Eigentlich brauchen wir es doch. Es könnte ein Misplay sein. Wenn er jetzt die Max-Roll bekommt mit 57%, habe ich selbst Schuld. Er bekommt die tatsächlich! Nein! Scheiß die Wand an. Das war jetzt unser bester Switch eigentlich gegen sein ganzes Team. Scheiße. Was würden wir denn jetzt mit Pikachu machen? Pikachu. Ja, das war dann jetzt blöd. Okay, wir würden. Kombination mit Fake Out. Wir wären eigentlich in der Theorie im Speed Tie. Es sei denn, er ist tatsächlich gescarft. Wenn er gescarft ist, sind wir nicht im Speed Tie. Wie viel würde er denn mit einem Shadow Ball machen? Er würde mich nicht knocken. Und zweimal. Ich weiß nicht. Ja doch, komm. Wir gehen in Pikachu raus. Wir gehen in Pikachu raus, machen erstmal Fake Out.
Das mit Bronzong ärgert mich jetzt. Das mit Bronzong ärgert mich. Das war wichtig. Bronzong war wichtig für dieses Spiel. Hätte er nicht die Mineral bekommen können mit 71%, das hätte ich mehr gefeiert. Nicht mit 71, mit 42? Das ist ja auch egal. Ah, hätte ich doch ein bisschen speziell defensives Investment gehabt. Mist. Mist. Aber gut, wir haben notfalls noch Mantax für sein Stalobor, aber naja. Es war auf jeden Fall wichtig eigentlich für ihn, dass er Bronzong rauskriegt. Schade, das Bronzong-Set hat Spaß gemacht, aber muss ich sagen. Es hat eigentlich genau das getan, was es machen sollte. Das war eigentlich ganz gut. Wir könnten jetzt auf den Wolfswitch gehen. Wolfswitch wäre jetzt eigentlich nicht so dramatisch. So, komm. Und dann finden wir auch zumindest heraus, wenn wir jetzt schnell... Okay, er ist kein Scarf. Er ist kein Scarf. Das heißt, er ist wahrscheinlich Expert-Build. Oh, das macht das ja noch... Ja, wobei, nee, dann war das keine Roll. Scheiße, dann war das keine Roll. Dann habe ich gemissplayed. Wer kriegt denn jetzt am wenigsten Schaden durch Expert Belt? Sagen wir mal. Kyurem, was haben wir hier? Würden wir mit einem Shadow Ball nicht wirklich viel kassieren? Tri-Attack würde uns aber mehr nehmen. Könnten wir aber dann den Draco droppen und das Ding ist down, weil Focus Blast würde ich jetzt hier nicht riskieren wollen. Ganz ehrlich. Wir gehen da auf Ushijima. Feuert ihn an, Jungs! So, er macht wahrscheinlich Spukball. Ne, er macht Triplett tatsächlich sogar. Scheiße. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall... Das war irgendwie ein bisschen mehr als erwartet. Das war irgendwie ein bisschen mehr als erwartet. Ich habe jetzt 38% noch. Na, er hat es um die 57 gemacht, ne? Aber wobei. Hä? Wieso hat er denn jetzt Leben verloren? Hatte der Life Orb? Hat er Leben verloren? Hat er Leben verloren? Ich mache Erdkräfte. Egal, wir sind schneller. Das Ding ist dann down. Mal sehen, was er reinbringt. Ist jetzt halt die Frage, hat er ein Switching? Nein, eigentlich nicht. Ha, das ist ja eigenartig. Hä? Wo hat er auf einmal diesen Schaden? Ah, ne, warte mal, ich habe ja Volt Switch eingesetzt. Ich habe ja den Volt Switch benutzt. Ich bin so doof. Okay, nach Tara. Wenn wir jetzt hier den Special Drop hinkriegen, ne, dann... Okay, bleib ich doch nicht. Dann nicht. Daneben nicht. Hm. Ich frage jetzt nur, was wollen wir hier reinbringen? Eigentlich bin ich ungern bei Sawamura. Weil sie wird doch jetzt entweder Toxin drücken. Nishinoya darf ich nicht toxinisieren lassen. Ich gehe auf Asumane dann einfach. Wir kriegen massiven Schaden von dem Typen, aber... Oh, er geht tatsächlich sogar auf die Staffette. Was könnte er jetzt hier reinbringen? Flampivian, denke ich, ne? Dann Manetan. Würde mit einem Choice Garf doch ganz schön wehtun, glaube ich, gegen Mammutl. Mamoswine. Asumana. Ja, Flamblus würde mich killen. Sei denn. Er denkt, ich habe. Er rechnet damit, dass ich Thick Fat habe. Würden wir es überleben. Aber er geht in sein Gigalith. Gigalith. Okay. Gigalith. Du wirst bestimmt nicht speziell defensiv sein, ne? Weil selbst wenn meine Earthquake... Wobei, mein Earthquake könnte so eigentlich an der Stelle reichen. Ich drück einfach Earthquake. Wir werden es ja sehen. Wenn er das überlebt, dann überlebt das. Wäre nicht so schön. Hoppala. Da wollte ich die 100% reinmachen. Erdbeben kommt. Scheiße, ich hab den Luftballon vergessen!
Teufel! Hab vergessen, dass die Luftballon, dass der Luftballon drauf ist. Fuck! Fuck! Ach Mann, ich missplay hier nacheinander, das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich an so einer blöden... Oh Mann, ja, ja, ja. Oh, gut, jetzt verfehlt. Toll. Bringt mir viel. Ja, wobei, viel bringt tut es mir schon, weil wir sind... Nishinoya, Mantain. Nishinoya gegen Rock Blast. Er kann aus 65% machen. Wir machen ihn mit Miss Gold. 28. Wir könnten ihn aber burnen. Das versuche ich jetzt auch. Ah, darauf geht er aber nicht ein. Er geht wahrscheinlich in. Oh, in Lamus. In Lamus geht er. Mal sehen, vielleicht burnen wir das ja. Oh! Ich hab's gecallt, das sind keine Hex! Ich bin auf den Burn gegangen. Oh Gott. Ah, ich glaube, er wird jetzt hier an der Stelle sein. Double ziehen? Ich denke ja. Wir gehen hier auf Turtok jetzt. Jetzt müssen wir Rabadazamba machen. Wir brauchen Chip, extra Chip Damage mit seinem. Mit seinem Wassermove, ganz einfach. Rambazamba. Ja, ja, ja. Nee, ich denke mal, er wird jetzt teleporten. Er wird teleporten, denke ich mal. Da sehe ich ihn nämlich. Wir sind schneller, ist ja klar. Wir gehen in Turtok. Er macht Teleport, sage ich doch. Und wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er in sein, nicht in Flampivian geht, sondern höchstwahrscheinlich in sein Nachtara. Nachtara wäre mir tatsächlich sogar lieber. Weil Nachtara könnten wir nämlich mit Blastoise two-hitten, soweit ich das noch weiß. G-Max gegen Umbreon. Defensiv. Wenn das mal auf Level 50 wäre, zumindest. Nein, können wir nicht. Okay. Aber mit dem Max Geysir, mit dem Chip Damage dann nochmal oben drauf, vielleicht dann doch. Mal gucken. Mal gucken. Moonstone ist das Ding. Was ist, wenn ich nicht in der G-Max bin? Sandsturm hört auf, das heißt, ich kriege keinen Schaden mehr. Er kriegt Leftovers. Gehen wir jetzt in die Giga direkt. Ich meine, ich könnte durch die Giga erst einmal meine spezielle Verteidigung erhöhen. Spezialverteidigung, Wasserwirbel. Senkt die Spezialverteidigung, senkt die Initiative. Ich mach den Gigabeschuss. Ich mach den Gigabeschuss, ist auch egal. Er kriegt 39 bis 47 vielleicht, wahrscheinlich. Er hat ein kleines bisschen Chip gefressen. Sagen wir mal erst so bei 80%, 90% sagen wir mal. 90% sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, wie viel würden wir machen? 39 bis 47. Giga Beschuss. Bupp. Das sieht nach gelb aus. Sagen wir mal, 47% sind weniger. Dann ist er bei... Nicht 53, sondern 43. 43 kommt gut hin. Ah, wir protecten, ne? Jetzt müsste er eigentlich bei 33 sein. Ungefähr. Und wir drücken schlicht einfach nochmal den Gigabeschuss. Und wenn er jetzt protected, macht mein Gigabeschuss 11%. Okay. Ich hoffe, er hat kein Protect. Aber eigentlich wird er es haben. Er wird es eigentlich haben. Welches Umbreon spielt kein Wish Protect? Und Umbreon will er jetzt hier, glaube ich, nicht abschmeißen. Ah, das ist so bitter, dass Bronzong jetzt einfach schon tot ist. Bronzong hat hier so viel Druck eigentlich schon direkt am Anfang des Spiels gemacht. Ja, er macht Trotschild.
Damit wird er wahrscheinlich wieder auf die, nicht auf die 100% kommen, aber wahrscheinlich wieder nahe der 80% Marke wandern. Ah. Ich glaube, mit 80% liegen wir gar nicht mal so falsch. Und jetzt ist er wieder bei 70% und jetzt wird er wieder dasselbe von vorne machen. Ach, Mist, ey. Oder wobei, ist er erst bei 70 ungefähr? Ja, könnte sein. Wenn wir jetzt mit dem Gigabeschuss eigentlich kritten würden, wäre das schön. Ich vermute nicht, ich verlange zu viel. Ich glaube, ich verlange zu viel. Mit dem Crit würden wir ihn aber töten. Naja, wahrscheinlich. Ah, vielleicht doch mit dem Chapter Match dahinter. Drei Runden müsste der jetzt noch halten. Er wechselt raus. Okay, was geht rein? Rabadons, das ist sein Galalasho King. Nicht Galalasho King, sein normales Lasho King. Okay. Das hat Burn. Slow King, ja. Speziell defensiv. Müsste jetzt annähernd bei der 55% Marke sein. Wir sind jetzt nicht mehr in der G-Max. Wir sind jetzt leider da, wobei der ist auf Level 50. Ja, wir könnten es mit einem Knirscher killen. Mit Burn und so. Machen wir aber nicht. Weil wir die Minroll kriegen. Mit 46%. Und er macht Toxin. Toxin geht natürlich nicht daneben, aber okay. Aber rein theoretisch wird er jetzt, glaube ich, auswechseln, oder? Er wird sein Slowking hier nicht opfern. Wer wird sein Slowking hier nicht opfern? Das heißt, wir könnten in der Theorie einmal predikten, worauf er gehen würde. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal Asumane. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt hier sein Pokémon einfach opfert. Der wird es nicht opfern. Wir predicten das jetzt einfach und gehen in Asumane. Wir haben zwar unsere Giga schnell gewastet. Ja. Moonstone. Wir konnten gut predicten. Sehr schön. Also, jetzt würde ja an der Stelle Memoswine, haben wir das hier gegen sein Umbreon mit circa, ja, sagen wir mal 80% wieder. Da würde... Ist man noch langsamer als ich? Superpower wären wanted. Superpower. Aber wenn er in sein... Er wird natürlich scouten, das ist klar. Das heißt, er wird als nächstes vielleicht sogar wieder in sein Slowking gehen. Slowking hat ja jetzt gerade so um die... sagen wir mal so 5% gehabt. Das heißt, er müsste dann wieder auf die 55 kommen, wenn er jetzt darauf geht. Das heißt, wir gehen in Pikachu. Gehen einfach in Pikachu. Wenn er jetzt hier einfach stupide drin bleibt und einen Superpower abfangen will, wäre das Ding down. Aber er wird seine Verteidigung so schnell nicht aufgeben. Das wird er nicht. Das wird kein knappes Match diesmal. Diesmal nicht. nervig. Nervig, nervig, nervig. Diesem Team fehlt einfach so viel. Ja, war klar. Er ruft zurück. Komm, geht dein Lasche. Ja, er geht ins Locking. War zu erwarten. Aber jetzt haben wir den Vorteil. Wir haben Pikachu drinnen. Und Pikachu kann eigentlich jetzt hier mit einem Knock-Off one-hitten. Das machen wir jetzt auch. Wir drücken Knock-Off. Weil egal, was jetzt reinkommt, das verliert sein Item. Und Galalasho King wäre down. Wieso sag ich immer Galalasho King? Wegen letzter Woche wahrscheinlich. Nee, also Lasho King wäre eigentlich down. Aber er wird es auswechseln wollen. Er wird es wechseln wollen, das ist eigentlich... er hat kein Item mehr, ne? Scheiße. Hat er gar kein Item mehr.
Ja, doch, wir machen trotzdem noch über 50%. Bin ja mal gespannt, was reinkommt. Irgendwas will auf jeden Fall... Eigentlich muss er es hier abschmeißen, weil Nix will eine Knockoff tanken. World Switch wird nicht reichen. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Er ruft zurück. Geht in Moonstone. Das heißt, sein Umbreon ist wieder drin. Aber es hat jetzt auf jeden Fall keine Leftovers mehr. Was gut ist. So. Wir können aber mit Turbo Tempo ihn niemals killen. Deswegen wechseln wir jetzt hier raus. Er kriegt keine passive Recovery mehr, was auch für uns gut ist. Und gehen wahrscheinlich in Mammutil rein, weil er wird... Oder? Eigentlich will ich es nicht riskieren, aber ich muss. Gehen einfach in Kyurem. Schauen, das war klar. Deswegen er jetzt auch höchstwahrscheinlich protecten wird, weil ein Focus Blast aus der Range will er, glaube ich, nicht abfangen. Aber was ist, wenn jetzt sein Lasho King reinkommt? Nee, Lasho King hält sich sowieso passiv die ganze Zeit wieder hoch, da kann ich auch auf Focus Blast drücken. Theoretisch. Vielleicht denkt er auch, dass er es überlebt, weil ich keinen Focus Blast habe. Weil ein Draco-Meteor würde ihn nicht killen. Ne, er macht Schutzschild. Er macht safe. Aber er weiß auch nicht wirklich, dass wir... Können jetzt aber trotzdem wieder. Wird auch wahrscheinlich. Er wird nochmal auf Wisch drücken. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf Fullplay geht. Glaube ich nicht. Er geht direkt raus. Oh. Was wäre denn jetzt, wenn ich nicht Scarf wäre? Ha? Ah, Fuchsblast trifft eh nicht. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Ah! Geht mir das auf den Sack? Wir gehen im Nasumana einfach. Drücken Knockoff. Soll er da rein? Könnte er Umbreon rein? Na, wobei, will er Umbreon dann da reinschicken? Ist eine andere Frage, ne? Es ist halt so nervig. Wir kommen an diese blöden Kombination von den beiden nicht vorbei. Stoneplate. Das ist ein Brokkolos. Gigalith. 50 Superpower müsste eigentlich. Memo Swine. Ist eine Roll, aber könnte halt funktionieren. Und dann ist zumindest ein seiner Mods weg. Ein Prozent oder was? Dieses Spiel will mich so hart verarschen.
Nintendo Switch. Dieses Spiel will mich doch so hart verarschen. Cool, meine offensive Gewalt gegen sein Umbreon ist weg. Lord Dominic. Scheiße. Aber da ist eigentlich klar, auf was wir gehen. Eigentlich immer mal ein Tax. Er hat einen Steinhagel. Scheiße. Der Steinhagel kann auch daneben gehen? Hä? Ich hab keine Wahl. Das ist doch wieder super. Komm, geh daneben. So auch. Mann, nur weil ich Bronze und so blöd weggeschmissen habe, oder was? Kann doch jetzt nicht sein. Rap. Immer wieder typisch. Hier geht mal wieder nichts auf, so wie es soll. Dazu hat er wahrscheinlich auch noch ein Wahlband bestimmt. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil gegen Mantax hat das, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. Maintain gegen Excadrill. Sandrush. Hätte ein Rock Slide was gemacht. Bis 41, das heißt, es never bandit. Choice Band war der. Sowas von. Ja, Turbo Tempo. Mir egal jetzt. Es ist mir echt alles egal. Wir haben nichts mehr, was wir eigentlich wirklich hier gegen ihn einsetzen können. Schmarotzer, jo, den nimmt mich eigentlich nicht raus. Oder doch? Natürlich nimmt er mich raus. Ah ja, natürlich, ich vergesse ja. Pikachu hält ja nichts aus. Mann! Regt mich auf. Nepp. Wir verlieren das Ganze einfach 6-0. Ja, ist doch 6-0, oder? Wir haben nichts gekillt. Mann, ey. Wir können nichts mehr machen. Wir drücken einfach nur noch. Wir haben keine Chance mehr. Das ist definitiv vorbei. Am Anfang hätten wir noch die Chance gehabt, wenn jetzt Broncolos weg gewesen wäre. Hätten wir es eigentlich noch schaffen können. Bronzong. Bronzong war es einfach. Bronzong war eigentlich das Ding, was hätte überleben müssen. Und wir schmeißen es gegen dieses blöde Porygon-Setup. Haben wir so wieder diese Probleme. Und dann kriege ich auch nicht mehr den Defensiv-Drop. Ah, ich habe so keinen Bock mehr. Geht schon gut los. Ja. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir gehen nochmal in Kyurem rein einfach. Daher denke ich, weiß, dass wir jetzt auf Focus Blast gehen werden. Oh, er macht Schutzschild. Ja, hat ja auch nichts zu verlieren. Kann er, soll er machen.
Ich hätte einfach Sub-Boost Kyurem spielen sollen. Ich hätte es einfach machen sollen. Crit. Ja, der Tag ist heute definitiv gegen mich. Ich meine, der Crit hat nicht gemattert. Trotzdem ist der Tag gegen mich. Es funktioniert mal wieder nichts, wie es geplant war. Ach Mann. Nur weil ich so doof bin und... Hä? War das ein Crit? Das war zu viel. Nö, natürlich nicht. Upp, wir kriegen nicht mal den Anstandskill. Cool. Gut. Ja. GG hat er besser gemacht. Sein Team ist sowieso besser. Nee, war einfach nur Pech. Einfach nur Pech. Das wird Bronzong verkalkt, verschätzt. Es war einfach dumm. Es war einfach nur dumm. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Spieltag gegen Peg. Mal sehen, ob es da besser wird. Ich vermute ja mal nicht, aber man, wer weiß. Ciao.